Basketball und Taekwondo. Zwei Sportarten, auf den ersten Blick nichts gemeinsam, aber im April wird alles anders. Dann übernehmen Jana Schneider und die Taekwondo-Welt den Telekom-Dom. So, dann zeige ich dir mal die Halle. Persönliche Führung gibt's vom Basketprofi Florian Koch. Der President's Cup, ein internationales Qualifikationsturnier für Welt- und Europameisterschaften, steigt im April erstmals in Bonn. 5 Minuten von der Halle entfernt wohnt Jana Schneider. 19 Jahre, U18-Weltmeisterin. Ein echtes Heimspiel also. Ja, ich denke, die Atmosphäre wird hier ganz toll werden. Die Kulisse ist Hammer, die ganzen Zuschauerränge, ist alles top. Ich glaube, das wird richtig fett werden. Auch mit dem Ball macht sie eine gute Figur. Die Baskets räumen an diesem Wochenende die Halle, spielen auswärts bei Alba Berlin. Statt werfen heißt es dann treten. Auch Florian Koch ist ein wenig vom Taekwondo angetan. Ich war eben schon neugierig und wir haben uns länger unterhalten. Und ich finde es sehr schade, dass ich genau in dem Zeitraum in Berlin bin, sonst wäre ich definitiv hier gewesen. Mal sehen, ob sich in Zukunft was ergibt. Vielleicht schaue ich mal vorbei. Soll ich? Okay, so. 2000 Sportler aus über 70 Nationen werden ab dem 7.4. erwartet. Auch wenn die Baskets dann nicht in ihrem Wohnzimmer spielen, wird im Telekom-Dom einiges los sein. Okay.